Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Wir sind immer noch in diesem Waffenladen und haben den Angriff hier erstaunlich gut überstanden. Findest du, dass wir ihn gut überstanden haben? Naja, ich finde schon. Du bist aber einmal down gegangen. Musst du das jetzt so genau wie ein Okay, lass uns nach oben. Zombies! Oh Gott! Wieso kommen denn von da oben Zombies? Ich dachte, da oben wären wir sicher. Hallo, Zombie! Stopp! Oh. Toll, wir haben da unten verteidigt und er wollte uns nicht reinlassen, bis es sicher ist. Und jetzt kommen hier von da oben Wie Zombies? kommen die von da oben runter, wenn er da oben ist? Ich weiß das auch nicht. Hat sich jemand ganz gut überlegt. Good news is, I got some folks coming for me in a bus. Any minute Oh, ich hätte auch gern ein paar Chips. Auch wenn die nicht besonders lecker aussehen, irgendwie. Die sind halb grün. Oh, scheiße. Sofaritze drin. It's a shitstorm out there. We ain't waiting for any stragglers. Die sind bei mir gar nicht in der Sofaritze. Naja, die sind da offenbar. Die sind bestimmte. Was? Müssen wir schon wieder verteidigen? Ey, ich wollte gerade die Gitter kümmern. Wir sollen uns um die Gitter kümmern? Was sollen wir? Was? Wo sollen wir uns drum kümmern? Um die Gitter? Er kümmert sich um den Strom. Sollen wir nicht einfach nur verteidigen? Sicher, dass wir. Oh mein Gott! Ist sicher, dass wir nicht einfach nur verteidigen sollen? Ja, schon, oder nicht? Ich weiß es nicht. Oh, ich helf dir, ich helf dir. Oh, bist du tot? Ja. Oh. Oh Mann, oh. Hallo, der frisst okay, mich. Der zieht ja wirklich da alles raus. Danke. Okay, wir können wirklich noch lange zugucken. Jetzt dreht er seinen Kopf so komisch. Boah, das ist sehr seltsam, was ich da gesehen habe. Das war aber jetzt schon sehr unheimlich irgendwie. Das Kopfdrehen? Ja. Nee. Warum musste ich jetzt so lange zusehen, wie der mich da noch anfängt aufzufressen? Ich musste das auch sehen, Anja. Ich weiß nicht, für wen dieser Anblick schlimm war. Oh. Der noch lebt. Okay, hier in der Schublade ist Munition noch, übrigens. Okay. Dann lasst uns loslegen, wenn wir nicht warten wollen. Das widerspricht sich nämlich. Nur so. Oh nein, nicht auf Gitter, sagt er. Aber sollen wir dann rausgehen, oder wie? Wir können gar nicht raus, oder doch? Nee, denke ich auch nicht. Wir können ja aber auch sonst nichts machen, oder? Also sollen wir wirklich verteidigen, denke ich, oder? Ich verteidige jetzt. Punkt. Nö, ich kann da nicht raus. Nee, ich glaube, wir müssen einfach nur verteidigen. Ich will auf jeden Fall weg von den Fenstern, bevor mich da wieder einer anspringt. Oh ja. Oh, das ist auch noch so einer. Hier irgendwo liegt er jetzt. Ja, der war das. Der hat mich getötet. Nee, bei mir hatte ich was anderes getötet. Ja? Tatsächlich, ja. Ein normaler Zombie. Na gut. Ist es dir peinlich, dass das ein normaler Zombie getötet hat? Möchtest du das nicht so darstellen? Oh, ich bin ausgewichen. Komm schon, jetzt fang doch an die Nerven. Oh, der ist weg. Hinten an dir dran. Ich hab schon. Okay, ich hab ihn weggekickt. Achso, okay. Ich dachte, ich hätte ihn gemacht. Oh, dieser nackte Typ, das nervt. Ich hol mal die Schrotflinte, warte mal. Oh, Schrotflinte bitte. Oh, ah, oh, bitte, bitte. Komm schon. Ah, ich glaube, er ist tot jetzt. Er ist tot. Ich habe ihn. Soll ich dir helfen noch? Okay. Geht schon. Ich habe ihn. Auf den habe ich nochmal umgekriegt. Ah, hier liegt so ein großes Teil. So ein großes Skillpunkt hier. Da ist ein Weg. Oh. Schießen da auch noch Zombies? Das finde ich immer noch unlogisch. Hat der bei dir auch gerade japanisch gesprochen? Nee, ich habe gar nichts gehört bei mir. Ja, doch. Mein Gott, diese Militärtypen haben anscheinend Granaten an ihrer Brust, auf die man schießen kann. Ach, ich glaube, er meinte ihn hier mit den Japaner, kümmere dich um die Gitter, weil der hier an dem Dings rum. Ach so, ja, wir sind ja auch gar keine Japaner. Der spricht nämlich auch japanisch. Ja, wir sind ja auch gar keine Japaner. Oh. Okay, hat geschafft, alles gut. Keine Sorge. Nein. Oh, wie viel müssen wir denn noch abwehren? Oh, geh mir aus dem Weg. Japaner, mach mal schneller. Echt, Japaner. Ja. Kann er uns überhaupt verstehen? Also ich meine ja nur, wenn er... Also, ah ja, gut. Was? Keine Ahnung. Was soll das denn heißen? Schneller? Ja, sicher? Glaube ich, weiß ich nicht. Heißt, ein IQ ist doch ein Fünfzeiler, oder nicht? Ja, cool. Also ich hab... Die haben Granaten an ihrer Brust irgendwo. Versucht, auf die Brust zu schießen, aber ich kann ihn gar nicht sehen, so richtig. Oh mein Gott, der hat's geschafft. Der spricht wirklich Chinesisch, Japanisch. Sicher, dass es Japanisch ist? Ja, das ist Japanisch. Ja? Ja. Du bist Spezialistin? Ja.
Kannst du es aber nicht sprechen? Nein. Natürlich. Aber ich weiß. Hätten wir nicht auch eben durch. Ich möchte das nochmal. Hätten wir nicht auch einfach so durch die Tür gehen können? Also ehrlich. Nein, okay, hier sind auch noch Fenster. Okay. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Ist das so ein Riese? Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt ein Boomer. Und das ist auch noch eine Sie. Eine Boomerin. Sollen wir das töten? Das. Das. Ja, schon. Ja. Extra large now. Ja. Ja. Ich hab irgendwie Lust auf McDonald's. Du bist so bescheuert, mein Kind. Oh, wo bist du? Okay, ich hab dich. Okay, danke. Ganz ruhig, ganz ruhig. Puff. Okay, alles gut. Oh, okay, jetzt bin ich, glaube ich, down, oder? Bin ich jetzt down? Nein, du darfst nicht auch noch... Die isst dich! Als hätte sie nicht schon genug gegessen. Nein. Oh Gott. Was passiert denn da? Irgendwie ist das auch ganz schön eng. Ja. Können wir vielleicht auch weglaufen, zufällig? Und wie ist sie da überhaupt reingekommen? Also mal ehrlich, durch die Tür und durch die Fenster passt die nicht. Nee, und wie ist vor allen Dingen hier hochgekommen? Es gibt ja nur diese Treppe. Hochgeklettert ist die ja wohl auch nicht. Kann mir jetzt keiner erzählen. Ja, ich meine ja auch, die Tür ist halt auch zu klein. Warte. Nee, wie ist sie denn durch diese Tür gekommen? Da ist sie ja durchgekommen. Aber stimmt auch, die Treppe hoch, das hätte sie auch niemals geschafft. Okay. Oh Gott. Die passt doch durch diese Tür. Oh Gott, oh Gott. Komm schon. Bringt das eigentlich was? Ich wechsle den Raum, ich wechsle den Raum, ich wechsle den Raum. Okay. Bist du auch mit mir hier? Okay. Ja, ich bin hier mit. Vereint. Hol die Schrotflinte doch, oder? Ja, ich muss gerade mal. Oh. Ich bin gerade aufgeladen. Okay. Komm schon. Fall um, Bertha. Oh. Bertha! Weiß nicht, das ist ein passender Name, finde ich. Oh. Ich weiß nicht, ob das gemein ist. Das denke ich an Bertha. Ich glaube, das ist so eine Abonnentin, die Bertha heißt. Ach, das ist doch nicht so gemeint. Sie erinnert mich nur an irgendwie Bertha. Okay, das sind große Skillpunkte, die man kriegen kann. Und an Bertha ist aus Bertha. Bertha aus ja, aus Two and a Half Men, vielleicht daher so ein bisschen. Aber die ist ja auch nicht so, also die ist zwar defensiv. Nein, natürlich nicht. Und auch nicht so eklig und alles. Ich mag Bertha eigentlich. Ich mag auch Bertha, sie ist schön fies. Ja. In Wahrheit liegt sie Charlie, also Charlie liegt sie bestimmt auch. Ja, ich glaube auch. Sagen würde. Ich finde es auch niedlich, wenn sie ihm droht, nicht mit ihm zu arbeiten. Ja. Dass er sie nicht verlieren möchte. Ah, hier sind überall Zombies. Kann ich mir ganz schlecht sehen, ja, das ist super dunkel. Jetzt hätten wir mal ein paar von diesen Granaten, benutzen. Stimmt, wir haben Granaten, ja. Ja, wir haben ganz viele. Ich habe nur 3 Brandgranaten. Ich hab das Gefühl, ich habe voll viele, warte mal. Also ich habe nur 3. 7. Oh, okay, wenn du die alle einsteckst, dann, Obwohl, eigentlich müssten wir die ja immer beide aufheben können, oder? Ganz vorsichtig, warte. Okay, das ist nichts. Nee, ich kann nicht sehen. Oh Gott. Was ist das? Hast du Angst vor dem Japaner? Vor dem Japaner habe ich Angst, ja. Was möchtest du damit sagen? Weiß ich nicht. Sind Japaner so furchteinflößend? Also kleine japanische Kinder schon. Hätte The Grudge gesehen. Oh, bloß auf damit. Dieses Geräusch, dieses... Hör auf! Lass es! Hörst du auf jetzt! Linus! Oh, ich wollte auf ihn schießen. Ja. Zieht ihn hoch! Ich wollte gar nicht auf ihn schießen. Lass nochmal Bertha! Oh, noch eine Bertha? Wir nennen die jetzt immer Bertha, oder? Komm schon. Auch wenn das vielleicht gemein ist. Es ist nicht so gemein, wenn irgendwer Bertha heißt. Wobei ich bezweifle, dass irgendwer Bertha heißt. Aua. Oh, komm schon. Oh, aua. Wie der wackelt. Komm schon. Liegt hier irgendwo Munition rum, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich genug Munition für Bertha habe. Das ist Bert. Ich hol dich. Bert? Achso, das ist Bert. Das ist Bert, weil das ein R ist. Der hat nur eine Hose an. Ja. Ah! Wäre interessant, vielleicht. Ja. Egal. Was denn? Nichts, ob alles in den Dimensionen ist. Muss ich nicht sehen. Nein. Keine komischen Bilder jetzt in euren Köpfen. Schon passiert, ne? Tut mir leid. Wir müssen irgendwie runterkommen. Achso, er kriegt die Tür nicht auf. Aber wirklich versuchen tut er es auch nicht. Wenn ich das so denke. Oh mein Gott. Wow. Ich helfe dir. Danke. Hab dich noch so, kann Bert jetzt mal sterben, bitte? Fatty. Los. Was nennst du Bert auch noch Fatty? Ja. Oh, ich habe auf seinen Hintern geschossen. Das scheint ihn zu verwunden. Ja. Es funktioniert.
Anja, es funktioniert. Oh, ich habe keine Munition. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, Bert hat. Oh, oh Gott, wie er sich hinlegt. Und das ist mir ein bisschen unangenehm. Ja. Oh, oh, das war schön. Den Zaun benutzt. Okay, und das ist nice. Okay. Oh, da liegt noch jemand auf dem Boden. Warte mal. Schön hier mal. Und nochmal den Zaun, bitte. Benutzt nochmal den Zaun. Oh, schade. Schade, dass man das nicht beeinflussen kann. Oh, ich wurde angesprungen. Ein bisschen. Sieht schon, ne? Hoppa. Okay, ich glaube, der ist auch kaputt. Glaubt ihr noch irgendwas? Nee. Ich habe schon öfter gesagt, ich finde, die Musik könnte wirklich aus Batman sein, oder? Wenn man so hört. Ja, hast du schon mal gesagt. Ist hier nichts? Ich möchte es nochmal erwähnen an dieser Stelle tatsächlich, weil es hier auch schon wieder so klingt. Okay. Ich kann mich an Musik in Resident Evil 5 gar nicht... Wer ist das da oben? Ist das ein Zombie? Da ist ein Zombie doch. Ich höre den Japaner da unten. Ich stehe hier unten und warte auf dich. Ach so. Anja. Hallo. Hey. Ich werde niemals ohne dich gefahren. Ah. Niemals. Ah, natürlich nicht. Oh. Oh, Bert. Ja, das ist, glaube ich, Bert. Gut, dass mal. Oh, ich könnte ja beide Pistolen mal rausholen. Oh, yes. Schön. Erinnert mich auch ein bisschen an hier diesen Zombie-Modus aus Call of Duty. Was denn? Müssen wir dem helfen? Ich weiß es nicht. Ah, der ist, glaube ich, schon weg. Der war mir sowieso unsympathisch. Okay, ich kann irgendwie... Achso, ich kann mit der Box. Ich wurde angekotzt. Nein! Geh weg, Bertha. Oder Bert. Ich habe keine Munition mehr. Und ich bin fast tot auch noch dazu. Hätten wir die nicht sterben lassen dürfen da draußen. Oh, oh. Oh nein, hier kommt so einer rein. Ich habe keine Munition mehr. Also wirklich, wir hätten Granaten auch benutzen können. Stimmt. Oh, Bert scheint irgendwas zu stören. Oh, den kriegen wir echt auf. Oh. Vielleicht können wir nicht weiterfahren, der steckt mir auf dem fest. Ah. Ich meine ja nur, wenn wir jetzt irgendwie so sitzen, dass die Reifen den Boden nicht berühren. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab Wasser ausgekippt. Oh. Also in echt jetzt. Ja, ich weiß. Ich kenne noch dich und deine. Aber wir haben das Level gerade geschafft oder das Kapitel. Ich hab meinen Tisch nass gemacht. Oh, oh nein. Oh. Meine Accuracy ist höher. Wow. Und das, obwohl ich einen Controller benutze. Aha, kannst halt mit dem Controller umgehen, meinst du? Ja. Entschuldigung. Okay, dann können wir ja an dieser Stelle auch gut zum Ende kommen eigentlich. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie die Zeit aussieht, aber wenn du sagst ja, dann... Das passt ungefähr. Und mein Tisch ist nass. Das dann leg deinen Tisch auf. Ich hab meine Flasche auch so umgeworfen. Ja. Ich hab sie umgeworfen und dachte, ist nicht schlimm, war zu. Und dann gucke ich so, weil ich es unter meinem Mikrofon nicht sehen kann, gucke ich so nach und alles nass. Oh. Ja, das ist ärgerlich. Nun gut, das war das. Ja, meine das Geschichte. War das. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.